Hallo und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Ja, wir wachsen wieder ein bisschen. Gucken wir zuerst mal rein, was hier für Kommentare gekommen sind. Ja, aber den Holzrahmen kannst du auch mit dem Tunnel nach unten weg. Okay. Habe ich das Ding jetzt gebaut hier mit dem, bei den Holzrahmen? Nehme ich auf, ja. Also vielleicht meint er das, was ich jetzt hier schon korrigiert habe. Kann ja sein. Bretter werden mit dem Förderband besser. Wurde noch gesagt. Ne, war jetzt die Bretter gemeint? Ne, bestimmt eigentlich hier oben, wo irgendwas erforscht wird, vermutlich. Aber es wird gerade gar nichts erforscht. Eieiei. So, dann noch Verwechselteig und Kommentare. Irgendwas auf Russisch wieder. Da ging es um einen Mod, glaube ich. Und der coole Zug ist mega, wurde auch gesagt. Ja, danke. Ja, schönes Video. Die Kohle hat sich gereicht. Lange Strecken mit solchen Rohstoffen kann man auch mit Feuerwehr machen. Ja, genau. Genau. Und dann lassen wir mit der Möbelfabrik da. So, Forschung. Ist wirklich gerade keine Forschung am Start hier? Uranium haben wir noch nicht. Da fehlt das hier dazu. Elektromotor, da fehlt das dazu. Dieselmotor. Freight Wagons, da haben wir das. Forschung 2. Ach ja, schwerer Dieselmotor. Das können wir einfach machen. Das braucht nichts. Das kann man zum... Ach nee, warte mal, hier war doch irgendwie... Das passt doch hier, ne? Wo waren das? Freight Wagons können da erforscht werden. Und dann hat man noch das andere. Ne, Elektromotor geht dort nicht. Aber wenn ich es richtig sehe, der Dieselmotor. Zack. Und der macht dann einfach hier schwerer Dieselmotor. Und das sind dann drei Forschungen auf einmal. Was für mehr Fracht, was für bessere Motoren und was für noch bessere Motoren. Ja, drei Sachen auf einmal. Mit der Voxel-Tycoon-Überraschung. Okay, der war flach. So, da geht es ordentlich zu. Ja, da haben wir jetzt hier die Möbel. Können wir da jetzt schon wieder diese Chipfabrik überhaupt bauen? Oder gehen wir mal in Richtung... Wo hatte ich denn hier irgendwo das Zeug gehabt? Kohle? Hier gibt es Uranium-Dingens. Ja, das war zwar nie wirklich so der Knaller. Und ich hatte, glaube ich, auch gesagt, dass ich das nicht holen werde. Aber vielleicht mache ich es doch. Hier wird schon alles zugebaut. Ja, das ist natürlich auf diesen engen Karten immer ziemlich blöd, das denn alles zubauen. Uraniumproduktion, die brauchen... Ach, die brauchen eh das Ding, den Schaltkreis. Nein, dann kann ich es noch nicht machen. So, die Frage ist jetzt, was wurde für den Schaltkreis gebraucht? Also stellt man das hin. Ah, gucken erstmal. Schaltkreis, der braucht die Platte und das Lämpchen. Und davor geschalten die Glasröhre mit dem Kupferkabel. Okay. Wo haben wir denn die Glasröhre? Das ist eine Glasscheibe. Hier wäre eine Glasröhre. Okay. Wo haben wir denn das Kupferdingens? Wo wird das hergestellt? Hier hinten irgendwo, ha? Hier. Da ist aber die Frage, wie kriegt man das dann dorthin, ne?
Wie kriegt man das jetzt dorthin? Ne? Das ist jetzt die interessante Frage. Tja. Mit dem Zug, da müsste ich hier das umbauen, aber es wird dann wahrscheinlich knapp hier im Hinblick auf Dingens. Hätte ich gesagt. Oh, ein bisschen hier Holz auf schlecht hier, das ist ja gar nicht gut. Der überhaupt von irgendwo Holz? Ach, das sind die hier oben, ne? Ach, wahrscheinlich rächt sich das, dass der jetzt nur ein... ...einen Wagen hat. Da müssen wir dir nochmal was dranhängen. Damit dort wieder die Holzversorgung gesichert ist. Hä, wo ist denn der jetzt? Ach so, jetzt. Ach. Wie viel machen wir? 3 noch dazu. Gucken wir mal. So, okay, jetzt brauchen wir aber immer noch die... Das würde ich gleich hier hinbauen. Weil wenn hier das ganze Glas ist und dann hier auch die Möbel kommen... Ne, Moment. Die Möbel dort sind, dann könnte man das nämlich gleich irgendwie auf E nach... Oder hier oben hin? Nee. Hier unten ist eigentlich noch genug Platz. Aber wir brauchen erstmal, wie gesagt... Das Lämpf... hier, das hier. Wie kriegt man denn das jetzt dorthin? Müsste eigentlich Tale kaufen und das dann halt hier so rum noch irgendwie. Aber warte mal, würde das nicht gehen? Ich muss ja ungefähr hier rauskommen, ne? Das können wir mal hier planieren. Hier gibt es ja zum Glück eine Stadtverwaltung, die dann rumheult, wenn hier irgendwie was planiert wurde. Das ist ja auch schon mal was. Halt. Ah, sowas aber nicht gedacht. Eventuell müssen wir dann das Förderband dort weglegen. Umlegen. Das könnte sonst einfach hier oben so lang gehen. Das, oder... Keine Ahnung. Na gut, wir lassen es erstmal. Stört ja aktuell nicht. Was funktionieren könnte, ist, wenn ich mich mit einem Tunnel erstmal bis dort rüber baue. Ne? Das würde wahrscheinlich instant funktionieren. Sofern natürlich die Tiefe passt. Bis da, würde ich mal sagen. Ist natürlich auch wieder so ein bisschen utopisch, dass es dann dort schon auf aktiviertes Kupfererz. Das können wir mal schnell mal bedienen, würde ich sagen. Wo haben wir es denn? Bestimmt wieder da, wo keine Station ist. Hier. Gut, der Bahnhof wäre drin. Aber ich glaube, der Bahnhof, der hat keinen... Keine Möglichkeit. Da irgendwie ranzukommen. Ich glaube, das wird wieder nur eine LKW-Verbindung. Auch wenn das eine ziemlich lange LKW-Verbindung ist. Die haben ein bisschen zu viel Holz dort drin. Erstmal ihn nicht ablenken lassen jetzt hier. So, Kupfererz. Scania, ist der jetzt, kam der jetzt neu? Hat man den schon immer gehabt?
Okay. Achso, kam wahrscheinlich durch irgendeine Erforschung oder so, aber da haben wir auch die ganzen Vorgängermodelle. Ah ne, hier ist auch ein Scania. Ne, da habe ich irgendwie nichts gesagt. So, nehmen den einfach mal direkt. Laden und rödelt der hinter. Achso, hier gibt es wieder keine Station, wo es passt, ne? Ich glaube aber, ich sehe was. Dann machen wir es halt so. Halt, Terminal 2 hätte ich gerne. Zack. Und das Ganze aufgrund der Strecke würde ich gleich mal großzügig 6 Stück raushauen. Die ein bisschen separiert werden. Die Frage, wie lange diese manuelle Separierung dann hält. Wie ich das einfach in dieser blöden Kreuzung dort umlenken. Das ist ja echt dumm. Das sollen sie einfach nicht machen. Sollen sie einfach hier die Runde fahren. Jetzt fahren sie geradeaus rein. Ernsthaft? Naja, gut. Die KI, was hat sich verirrt? Achso, nee, das war nur irgendwas Altes gewesen. So, jetzt auch wieder zurück hier zu den Dingern hier.